Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem neuen Kanal Juri. Warum ich meinen alten Kanal geschlossen habe, findet ihr als ersten Link in der Videobeschreibung. Aber das tut heute hier nichts zur Sache. Heute gibt es das erste Video, nämlich die lustigsten Sexunfälle. Und dazu habe ich mir noch Unterstützung geholt, nämlich von diesem jungen, hübschen Mann hier. Yo, was geht? Ich bin Alex, so übrigens. Das ist der Alex vom Kanal Blockbuster. Wir haben davon zwei Teile aufgenommen, eins auf seinem Kanal, eins auf meinem Kanal. Und wir beide stellen euch heute sechs lustige Sexunfälle vor. Ja, ich würde sagen, fangen wir an mit dem Fall Nummer 1. Ich habe hier einen Sexunfall rausgesucht, der sogar in Deutschland passiert ist, nämlich in Aachen. Und da kam ein 69-jähriger Mann. 69 Jahre, stellt euch das mal vor. Und dieser Mann kam in die Unfallstelle des Krankenhauses und ich weiß immer noch nicht, wie er da reingegangen ist, ohne dass es jemand bemerkt. Aber sein Penis steckte seit rund 10 Stunden in einer Colaflasche drin. Der Penis war bereits rot und angeschwollen, also ich weiß nicht, was für Schmerzen der hatte, aber es müssen Schmerzen des Todes gewesen sein. Und dieser Mann ist 69, was ist denn los? Und die Ärzte dort haben versucht, ihn zu befreien von seiner Qual mit Bolzenschneider, mit Stahlsäge und sogar mit einer Diamantenfräse, und es hat nicht geklappt. Und am Ende haben sie dann wirklich jedes Limit ausgeschöpft und haben es dann nochmal mit einem elektrischen Bohrer aus Stahl probiert, mit dem normalerweise Schädelknochen geöffnet werden, und haben damit dann den Mann aus seiner Colaflasche befreit. Ey, komm schon, eine Colaflasche. Nee, warum? Ja, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit Punkt 2 jetzt wahrscheinlich. Und zwar gab es da mal so einen Mann und der hatte halt sturmfreie Bude. Und da hat er sich gedacht, hey komm, ich mach mal ein bisschen sauber. Und irgendwie hatte der so einen richtigen Turn-up, sagt man das so? Auf jeden Fall fand er das richtig anziehend, nackt die Wohnung zu säubern. Das hat er dann auch direkt in die Tat umgesetzt. Und irgendwann wollte der halt, also er hatte keine Hose an, die Düse des Staubsaugers wechseln, also dies, was vorne dran ist. Und dabei hat sich dann sein bestes Stück da drin verfangen. Und das tat ziemlich weh. Hat auch mega angefangen zu bluten. Er hat es zwar wieder rausbekommen, aber das hat am Abend immer noch so stark geblutet, dass seine Frau dann meinte, hey, geh doch mal ins Krankenhaus. Als nächstes haben wir auch wieder einen Fall mit einem älteren Herrn, aber dieser Herr ist diesmal 80. Wirklich 80. Ich frage mich, wie die in so einem Alter noch auf solche Gedanken kommen und was da eigentlich los ist. Dieser Mann schnitzte in einen Baum ein weibliches Genital. Also er schnitzte in einen Baum, in die Baumrinde, eine Vagina. Und er benutzte das als Masturbationshilfe. Was ist denn los? Ja, komm mal auf so eine Idee. Der Kerl hat in einen Baum gevögelt. Mit 80 Jahren. Und dieser Fall ist halt wirklich wahr, weil er am nächsten Tag dort tot aufgefunden wurde. Denn sein Penis hat sich aufgeschnitten, während er halt in den Baum eingedrungen ist. Und somit ist er verblutet. Klar, es ist tragisch, dass er tot ist, aber man muss mal überlegen, wie dumm das eigentlich ist, mit einem Baum Geschlechtsverkehr auszuüben. Das ist doch komplett durch. Das ist... Ich verstehe die Welt nicht mehr. Nächster Fall ist auch mega witzig, und zwar hatten da so ein Mann und eine Frau halt so was zusammen so auf dem Parkplatz im Auto, und das war halt so dunkel. Also eigentlich hätte niemand davon irgendwas erfahren müssen, das Auto ist aber halt ziemlich eng, ne, ist ja klar. Ja, und dann haben die halt miteinander was am Start gehabt und dabei ist dann die Frau so an den Gang gekommen und der Gang ist in den Leerlauf gesprungen und die Handbremse war nicht angezogen. Das heißt, sie sind dann rückwärts gerollt. Das war irgendwie so ein Parkplatz von so einem Fastfood-Restaurant oder so. Und dann sind die dann durch die Scheibe halt so halb in das Restaurant rein. Und dann natürlich alle Gäste da, oh, was ist da denn passiert? Sind zum Auto gegangen. Und dann haben die erst gecheckt, dass sie gerade von ein paar hungrigen Gästen beobachtet werden. Also Hunger eigentlich auf das Essen und nicht auf das, was die da machen. Vielleicht ist denn dann der Appetit vergangen, man weiß es nicht. Also schon ziemlich scheiße, ne? Und das, was jetzt kommt, ist für mich absolut unverständlich und komplett geisteskrank. Wirklich geisteskrank. In Salt Lake in den USA kamen zwei Homosexuelle auf die Idee, was ganz Tolles zu machen. Richtig innovativ, richtig spannend. Warum? Absolut krank. Also eigentlich will ich das gar nicht aussprechen, was sie gemacht haben. Der eine Mann hat dem anderen Mann ein Pappröhrchen hinten in den Po reingeschoben. Und die beiden haben einen gemeinsamen Hamster zu Hause. Diesen Hamster ließen sie durch dieses Rohr nach innen laufen. Dieser Hamster ist also durch das Rohr in den Arsch des anderen gewandert. Und die beiden hatten vorher ein Codewort ausgemacht, dass wenn der eine genug von Hamster im Po hat, dass er dann Armageddon ruft und der andere den Hamster da wieder rauslockt. Sie wollten den Hamster mit einem Streichholz rauslocken, aber es hat nicht funktioniert. Der Hamster wollte da drin bleiben. Komischer Hamster. Aber jetzt kommt das absolut krasseste. Dadurch entzündete sich eine Gasblase. Und dadurch ist eine Stichflamme entstanden und der eine, der dieses Streichholz angezündet hat, verbrannte sich dann komplett im Gesicht alles. Auch innen drin, der Hamster fing Feuer und dadurch wurde eine weitere Gasblase entzündet sozusagen und der Hamster ist dann aus diesem Rohr rausgeschossen gegen den anderen, der draußen gerade fast am Verbrennen war, und der Hamster kam in diesem Schuss raus und hat ihm dann die Nase gebrochen. Und ja, das war die Geschichte, und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir einfach nur, wie krank können Menschen sein, das kann doch gar nicht stimmen. Und dann habe ich das nochmal weiter nachgeschaut
Und das stimmt wirklich, das haben die wirklich gemacht. Und ich verstehe das in meinem Kopf einfach nicht. Ja, ich denke mal, da sind wir jetzt auch schon beim letzten Punkt hier beim Juri. Und zwar hat sich das Ganze in Amerika abgespielt. Das kommt wohl öfter vor. Ich habe davon auch noch nicht so gehört. Und so ein richtiger Unfall ist es eigentlich nicht, aber eigentlich auch schon. Und zwar war da so ein Pärchen, die hatten halt am Morgen Geschlechtsverkehr. Und der soll wohl ganz gut gewesen sein. Und für die Frau dann eigentlich zu gut. Weil die ist dann halt... auf jeden Fall, die ist dann halt zum Höhepunkt gekommen. Das Ding war nur, der Höhepunkt war halt ein ganz langer Höhepunkt. So, kennt ihr das? Das ist eigentlich, wenn ihr das jetzt in der Klausur oder in der Deutscharbeit schreibt, einen Aufsatz und dann zum Höhepunkt, kennt ihr das so, Spannungskurve, dann ist hier der Höhepunkt. Und wenn das wirklich ein langer Höhepunkt ist, ist das ja gut für eine 1, ne? Glaube ich sogar. Aber in manchen Situationen ist ein langer Höhepunkt halt auch nicht so gut. Und zwar hattet ihr dann wirklich so lange einen Höhepunkt, dass sie irgendwann ins Krankenhaus gegangen sind, weil das nicht wegging. Und dann ist sie da wirklich an allen Gästen vorbei, so übelst am Stöhnen. Und die dachten alle, bekommt die ein Baby, die ist doch gar nicht dick oder so. Ja, und der Arzt meinte dann nur, ja, warten Sie mal ab, so nach 3 Stunden geht das schon weg. Und irgendwann ging das dann halt auch wirklich weg. Aber stellt euch mal vor, natürlich ist es auf der einen Seite bestimmt mal so ein Erlebnis, aber 3 Stunden lang ist auch eine lange Zeit. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug von den ganzen Sexunfällen habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr hier auf unserem zweiten Teil vorbeiguckt. Den haben wir auf Alex' Kanal gedreht. Und hier unten findet ihr mein letztes Video, wo ich erkläre, wieso mein alter Kanal jetzt nicht mehr da ist und warum ich jetzt diesen neuen habe. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr kein Abonnent seid, dann könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren, das würde mich freuen. Hier unten findet ihr Instagram, Twitter und Snapchat. Checkt das mal aus, bin ich zurzeit sehr aktiv. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, also bis zum nächsten Samstag. Und ciao. Got a wonder run like every year, walk all, hear it out loud and clear. Show no fear in the darkest night. Stand tall, some hog ready to fight. Look what you're doing with all might. Spirit inside, got me feeling juice. So run the